Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir im Kolosseum gekämpft mit Colette und Regal und jetzt machen wir weiter mit Sheena. Weil das ist die einzige, von der ich mir noch vorstellen könnte, dass sie jetzt schaffen könnte. Die anderen, ja, sind Magier und das wird verdammt schwer aussehen, haben die verdammt wenig KP. Okay, Sheena hat gar nicht so wenig KP. Dann das hier wieder. Übliches Setup, haben wir immer schon irgendwie geschaffen. Würde es jetzt keine Fernkampfangriffe, das könnte ein bisschen doof werden. So, Sheena, was hat er auch irgendwie geschaffen, ne? Sie hat im Moment den Geldbeutel ausgerüstet, wo ich gemerkt habe, der gibt irgendwie mehr KP, mehr Geld. Das war einfach ein Geldbetrag, sehr gut. Ja. Und was mache ich denn da? Ich nehme einfach das hier, das normale. Gut ist natürlich, wenn sie irgendwie zum Zaubern kommt, aber das wird wahrscheinlich unwahrscheinlich sein. Wird noch eine neue Legende geboren, ultimative Beschwörerin, bla bla bla, los geht's. Einer der schwersten Kämpfe kommt natürlich wieder am Anfang. Oh, sehr gut. Obwohl sie ist eigentlich schnell so im Kampf. Ich merke gerade, das ist so eine Art Briefbombe erst. Merkt man mal, wie wenig ich Sheena gestartet habe, ne? Hilfe. Wenn ja, das hier nicht gut ausgeht, dann... Meine Güte. Sehr gut. Wenigstens sind die Angriffe nicht schwach. Warte mal, ich habe doch ein Dingens. Ich Idiot. Ich habe doch... Lifestyle, steht KP vom Gegner, steht KP. Achso, KP und TP, okay. Stimmt ja. Frage ist nur, ja, 30, super. Hat er wesentlich Schaden? Ich will jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, 326, genau, normal, glaube ich. Sie kann viermal angreifen. Habe ich ein Erfahrungsding ausgerüstet oder was? Okay. Sehr wieder genug TP, KP dazu bekommen. Sheena gewinnt den ersten Kampf. Ich hätte mich so beschämt, wenn ich hier verloren hätte. Mal sehen, ob du in diesem Tempo weiter bla 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 bla. Ist ja auch nur bezahlt, dass du einfach da stehst und irgendwas sagst, ne? Also komm plus wäre vielleicht nicht schlecht gewesen für das Kolosseum. Da ich ein paar mehr KP geben können. Soll ja nicht zu überpowered sein, aber trotzdem ist auch ein bisschen mickrig. Aber der war schnell erledigt. Sheena gewinnt den zweiten Kampf. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht verlieren. Habe ich auch bis jetzt. Jetzt kommt wieder der verdammte Vogel. Der wird mir auf die Nerven gehen. Wenn er am Boden kommen würde, dann könnte ich den sogar vielleicht irgendwie angreifen, aber kann ich nicht. Ja, sehr gut. Einfach von hinten. Aua. Hilfe. Na. Er ist wieder am nervigsten von allen. Guck mal her. Verdammt. Komm da runter. Verdammt. Das war der unnötige TP-Verbrauch. Na ja, verdammt, zu früh. Sehr gut. Ist aber noch kochen hinterher. Was? Hat er alles geheilt fast. Sheena gewinnt den dritten Kampf. Der Geschmack des Sieges macht süchtig. Es ist in der Zeit für den vierten Kampf. Los! Whoops! Whoops, beinahe. Ich vergesse, ich kann viermal angreifen. Sehr gut. Sheena ist eigentlich auch stark. Ich habe sie auch zum Schlagtyp so gemacht, ne?
statt zum Techniktyp, glaube ich. Sehr gut. Mein Gott, bekommt sie 4 TP. Sie hat auch 4 TP, sehe ich gerade. China gewinnt den vierten Kampf. Okay, noch einer, dann war's das. Mal gucken, ob wir das schaffen. Der wird jetzt wahrscheinlich richtig wehtun. Hoffentlich komme ich auf Overlimit oder irgendwie sowas. Au, das ist sehr gut. Obwohl, wenn ich ihn einmal angekettet habe, dürfte er eigentlich... Verdammt, zu weit. Ja, jetzt. Zack. Mein Gott, ist ja voll einfach. So kann sie viermal angreifen. Ich werde aber gleich nicht mit Gels und mit Rain probieren, das zu schaffen. Weil das weiß ich, dass ich das nicht schaffen werde. Und vielleicht noch ein bisschen Training hinterher zu ballern oder mehr bessere Klamotten zu bekommen. Hör auf zu werden, Mann. Sehr gut. Das war's. Ich habe gerade erst angefangen. Ich auch. China siegt auch in der Meisterklasse. Ich habe gewonnen. Ich glaube, ich muss heulen. Meine Güte. Rose in der Schlacht. Okay. Schnell, 2000 Gold und ein Medizincent und göttliches Gericht. Geht sehr gut. Oh, neuer Titel, neue Waffe, gut. Das ist das, was zählt. So, zeig mal. Göttliches Gericht. Mehr Angriffskraft, weniger von allen anderen. Aber nur so um 10. Außer Glück. Eine geheime Waffe, die stark genug ist für den Kampf gegen die Götter. Boah, geil. Dann. Also, ich werde wahrscheinlich offscreen mal gucken, wie weit ich komme. Mit Genesis und Rain, wie schwer es ist, und dann gucke ich mal. Wo sind der Schlacht? Unzählige Krieger werden durch ihre anmutige Magie besiegt. Man nennt sie die. Ja. Wie nennt man sie denn? So, dann gehen wir mal fürs erste hier vom Kolosseum weg und gehen nach Tetola. Wir sind in Tetola, stimmt. Und weiß ich nicht. Gehen entweder zu Abyssion in Flanoir. Und lassen uns mal sagen, wo die nächste oder die letzte Teufelswaffe ist. Ich habe schon offscreen irgendwann, bin ich ja mal irgendwann drüber gestolpert. Und ja, jetzt werde ich dann nochmal zeigen. Ich weiß auf jeden Fall, wo sie sein könnte. Jedenfalls wurde es angedeutet. Ob sie natürlich wieder da ist, weiß ich natürlich nicht. Mythos, please. Dann gehen wir nochmal nach Rosette, weil da bin ich auch über eine Szene gestolpert. Und was noch? Ich glaube noch irgendwas, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. So. Nur mal so. Zur Sicherheit. Ja, ist alles an. Okay. Alles klar, wir sind ein bisschen mächtiger. Also bin ich frohen Mutes. Jetzt fehlt uns nur noch eine. Ja, bestimmt können wir dich schon weiter lösen. Danke, damit geht mein Lebenstraum endlich in Erfüllung. Ich gehe schon zum Tempel der Dunkelheit vor. Dort wird das Ritual zum Versiegeln der Waffen durchgeführt. Wenn ihr die letzte gefunden habt, dann kommt bitte in den Tempel der Dunkelheit. Alles klar. Bisher, ich werde auch auf dich warten. Wo mag sich die letzte Waffe der Finsternis befinden? Wir haben sie nicht gefunden, obwohl wir schon so lange nach ihr suchen. Ja. Könnte es sein, dass jemand es wie vorher das Desaster in seinem Besitz hat? Gibt es denn überhaupt jemanden, der so etwas Gefährliches möchte? Oh! Was denn, Genesis? Es gibt da jemanden, Kotong, am Akonesia-Pass. Der alte Knacker. Ja, obwohl von dem habe ich eine schöne Goldrüstung bekommen. Also, ich mache euch. Und ich habe jetzt genug Geld. Also, wenn er jetzt einen riesigen Haufen von Gold haben will, den kann ich den locker geben. So, und jetzt bin ich nochmal hier, weil ich kurz was zu essen kaufen will. Weil, upsala. Ach nee, hier habe ich letztens gekauft. Ja, ich habe mich mit Essen eingedeckt, weil ich ja Geld habe. Ne, ich bin voller Bomben im Moment. Bams. So, und dann
Also nicht. Ich dachte irgendwie an so einem Haus des Heils, irgendwie bin ich zum dem letzten Hund irgendwie begegnet, der mir fehlt. Da fehlt bestimmt nur noch einer oder so. Ich habe schon die ganze Welt hier auf den Kopf gedreht. Also alle beiden. Und irgendwann ist es mir von Schuppen auf die. Wie nennt man das? Wie Schuppen auf die Augen gefallen. Ich kann das. Wie geht denn das Sprichwort nochmal? Wie Schuppen auf die Augen gefallen. Wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja, wie Schuppen von den Augen gefallen, glaube ich. Meine Güte. Boah, keine Ahnung von Kultur, Politik und so. Und. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach ja, dann ist mir irgendwie aufgefallen, vielleicht ist der letzte Hund ja irgendwie in Palma Costa gewesen. Ihr wisst schon, die Stadt, die nicht mehr da ist. Und wo zum Teufel ist nochmal Dingens? Da war doch hier. Hier. Rosette. Ja, da stand, hier steht nämlich jemand vorm Grab und da kam irgendeine Katze, die habe ich aber weggedrückt, deswegen weiß ich nicht, was hier los ist. Presser, nimm das hier. Oh, da fängt schon mal gut an. Da fängt schon mal sehr gut an. Was ist das? Sieg hat sie mir anvertraut, als er die Garde des Patriarchen verlassen hat. Vati hat sie dir gegeben? Ich glaube, du kannst jetzt damit umgehen, also habe ich sie mitgebracht. Ich glaube, Sieg würde es freuen, wenn du sie an meiner Stelle benutzen würdest. Vielen Dank. Da ist doch bestimmt hier sowas, ne? Ja, boah! Ja, die ist nochmal eine Ecke stärker als Barmutsträne. Eine Spezialaxt mit der Kraft des Geistes der Erde. Sehr gut. Boah. Aber ist sie jetzt mit Abstand die stärkste in Sachen Kraft. So wie es auch sein soll. Wie glatt, ja? Attacke? Nee, doch nicht. Okay, wollte schon sagen. Dankeschön. Vertraue deinem Freund und dann sollst du müde werden, dann besuch mich. Ich werde die Geschichten von Sieg erzählen. Okay. Sehr gut, dankeschön. Irgendwie voll die ultimative Waffe für Presser, ja. So, ich habe mal versucht, hier auch so ein paar Sachen anpassungsmäßig herzustellen, aber pff, da brauchst du manchmal Sachen. Muss er erst, um das herzustellen, musst du irgendwas anderes davor nochmal herstellen, wofür du auch wieder irgendwelches Zeug brauchst. So magisches Tuch und all sowas, ey, und ich habe keine Ahnung, wo ich da alles finden soll. Ich bin von so ganz schwachen Monstern noch und so, ich habe das doch früher schon alles bekommen. Aber egal. Hakoneta passt, der war ja ein Silberon, ne? Da bin ich mal gespannt. Der Typ wartet im Tempel der Dunkelheit und jetzt müssen wir nur noch die letzte Waffe holen. Weil, glaube ich, der Stab sein müsste, ne? Da gibt es also 9 Waffen. Eine nämlich Mann ist irgendwie für Kratos oder so gedacht. Nehme ich mal jetzt an, oder? Keine Ahnung. Hakoneta. Ich guck mal lieber nach, bevor ich wieder irgendwo hin fliege, wo ich nicht hin soll und so weiter. Oh, ich bin schon beinahe rein. Da habe ich jetzt die Karte schon so extra breit die ganze Zeit offen. In der Hoffnung, dass ich dann ein bisschen besser klarkomme. Keine Ahnung, in Tokio war irgendwie so ein Reisender, der von sich braucht. Tata, ich bin ein orientierungsloser Reiser. Reisender. Ich so, was, du auch? Sehr gut. War ja schon was gemeinsam. So, ich speichere jetzt einfach mal hier, weil wer weiß, vielleicht kommt irgendwie voll der Kampf und so. Warte mal, das ist so Asgard. Wo ist denn Dingens? Ich sag von jeder Pass nochmal. Der war doch hier. Ja. So. Der hat ganz bestimmt das Teil, ne? Er will wahrscheinlich voll viel Geld haben, aber ich hab's, also come at me, Bro. Wow, das Schwert vibriert. Oh, ihr seid es. Gutes Timing, seht euch mal diesen Stab an. Er lag im Weideland in der Nähe von Palma Costa. Beeindruckend, was? Sicher ist er besonders wertvoll. Das ist, Leute, das ist die letzte Waffe. Ja, kein Zweifel. Was das angeht, das Schwert reagiert darauf. Sagt ihm bloß nicht, dass das wertvoll ist, das Ding. Alter Mann, gib uns diesen Stab. Nicht schon wieder, würdet ihr vielleicht mal damit aufhören? Das hier wird mein neuer Gehstock sein. Mein Alter ist schon fast hinüber. Ihr könnt ihn also nicht haben. Tja, ich sehe, du bist so giftig wie immer. Halt die Klappe. Nenn mir einfach deinen Preis, okay? Oh, ich weiß was. Kotton, sind dir die Priesterkronen aus dem Asgard-Ruin ein Begriff? Die Krone des Himmels und die Krone der Erde. Ich habe gehört, die Krone der Erde wurde vor 5 Jahren von jemandem entwendet. Wie wäre es mit einem Tausch?
Was? Du hast die Krone der Erde? Eine bestimmte Person hat sie mir vor 5 Jahren geschenkt. Und was sagst du? Also gut, abgemacht. Herz des Chaos. Professor, sind Sie sicher? Es geht schon in Ordnung. Die Krone der Erde selbst ist ohnehin bedeutungslos. Und ich möchte mich nicht in Dingen fesseln, die er mir geschenkt hat. Er? Ach nichts, tut mir leid. Jetzt haben wir alle Waffen der Finsternis. Lass uns zum Tempel der Dunkelheit gehen. Ei, ei, ei. Eine verfluchte Waffe, die von böser Energie gefesselt ist. Was? Wie viel Intelligenz? Könnte ich ja eigentlich hier ausrüsten, ne? Habe ich auch. Hallo? Viel stärker. Sie braucht ja nur Intelligenz. Angriff ist ja für den Arsch. Das ist ja ein bisschen blöd, fand die ganzen Dingens. Die sehen alle so hässlich aus, die Waffen. Selbst wenn ich die irgendwie mal einsetzen könnte. Ja, Tempel der Dunkelheit. Ah, da muss ich wieder Tetraler. Ja. Die sahen immer so hässlich aus. Das ist ein bisschen blöd, fand ich. Fand ich in Zillia 2 schon irgendwie besser. Da gab es irgendwie so ultimative Waffen, glaube ich jedenfalls. Die Anspielung auf anderen, all die anderen Tales of Teile waren. So versiegeltes Graces und so war alles hier. Oder versiegeltes Symphonia. Die irgendwie so aussah wie die Waffe von Richard aus Tales of Graces F. Voller Mindfuck. Und ja. Da fand ich die schon ein bisschen besser, aber hier gucke ich mal zum Beispiel Nebelin an, da habe ich mir letztens mal angeschaut. Ja, voll. Vor allem, die können wir wahrscheinlich erst benutzen. Ich sehe doch schon irgendwie kommen. Wir müssen wahrscheinlich gegen irgendwas oder irgendjemanden kämpfen, um die wahre Kraft von diesen Dingern freizuschalten. Und das ist wahrscheinlich der stärkste Boss im gesamten Spiel. Und nachdem wir den besiegt haben, lohnt sich eigentlich für gar nichts anderes mehr, hier die Waffen einzusetzen. Was bedeutet, die sind nutzlos. Außer wenn wir irgendwie Mythos hier mit 2-3 Schlägen weghauen möchten oder so. Da fand ich schon immer so beschissen. Da hätten sie ruhig den Effekt irgendwie. Wo ist das Ding nochmal? Hier, ne? Da hätten sie ruhig den Effekt irgendwie auslassen können bei den ganzen Waffen, dass man die stärker werden, je mehr Monster man tötet. Aber dafür, weiß ich nicht, so einen halbwegs starken Wert geben. Aber dann nicht irgendwie so eine Voraussetzung machen. Das finde ich irgendwie voll doof. Boah, du hast fast alles erledigt und dich voll gerüstet und den letzten Boss hier irgendwie besiegt, der voll schwer war. Und ja, jetzt erst werden deine ultimativen Waffen stark. Also brauchbar. Was ja voll Sinn macht. So. Ich würde dann mal sagen, ich würde den Part hier mal gerne beenden. Und weiß nicht, was auch immer jetzt gleich danach kommt, das werden wir in der nächsten Folge sehen von Let's Play Tales of Symphonia. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.